Okay, und da sind wir schon wieder. Und ich war gerade dabei, den Schrott hier vorne dran aufzusammeln, den wir liegen gelassen haben. Und dann kommt da ein weiterer legendärer Gunner herausgerannt. Ja, geil. Und mit dem sind wir jetzt im Kämpfchen. Komm schon, Arschloch. Woher kennst du meinen Spitznamen? Genau, ich brauche mehr Crit wieder. Und ich würde dich auch gern mit jenem Crit ausschalten, aber nee, da kriegen wir die Leiste nicht voll genug. Aber versuchen wir trotzdem, die Birne zu treffen. Ja, dachte ich mir, dass der jetzt mutiert. Ersteres im Getriebe? Ich weiß immer noch nicht, was du sagst, aber du bist schon okay. Kannst du ruhig mitkommen, Mädchen. So, ja, dann gucken wir mal, was der dabei hatte. Nett. Die Zeit wird beim Ziehen für einen Augenblick verlangsamt. Kann man gebrauchen, aber ist nicht unbedingt was ich jetzt nehmen würde. Also ich bin mit meinem Sturmgewehr im Moment noch vollauf zufrieden. Ich meine, das ist ja auch schon fast eine Marke, so von wegen besser geht nicht, ne? Ich als Level-Designer hätte hier unten was versteckt. Aber da hat er wieder nicht gedacht, wie ich. So, was ist denn hier noch alles? Was ist denn das? Das ist einfach nur rot. Ruftaste, okay, da ist ein Aufzug. Ja, natürlich. Die Walls waren ja gern in Bergen oder unterirdisch. Okay. Ja, okay, und das ist hier für die Haupttür, aber die ist ja schon offen. Okay, ich würde sagen, Kate, dann gehen wir mal rein und schauen mal, was da auf uns lauert, ne? Also wenn hier draußen die Gunner sich schon so eingegraben hatten, also die hatten ja richtige Verteidigungsstellung, dann wird es drinnen wahrscheinlich nicht anders aussehen. Schauen wir mal. Kein Levelwechsel? Huch, ja, Teleport. Du kannst das ja, den Trick musst du mir echt mal beibringen. Ich sollte vielleicht noch was essen. Komm, Mutantenhunde keulen, jawohl. Ich könnte noch was essen, aber egal, komm. Oder, ja, komm, trink mal doch eine Cola. Oder noch eine Cola. Oder noch eine Cola. Aber jetzt ist gut. Bing. Ah, fängt ja schon mal geil an. Sie haben Lasernetze und da oben fallen. Bleib mal zurück, Kate, ich mach das. Lass das mal den Papa machen. Sehr schön. Jemand zu sehen? Ach, ganz da hinten. Mach mal Licht aus. Da sind wir mal wieder das kleine Mäuschen. Ich würde gern einen von denen so richtig von hier treffen. Dankeschön, hat geklappt. Ja, ja. Kate, warte hier. Renn nicht davor. Geh nicht mehr los, zieh keine 3000 Caps ein. Legendärer Gunner schon wieder. Wurden die am Fließband produziert oder was? Oh, und ich habe meinen Crit wieder noch nicht aufgeladen, ne? Damit bin ich kein effizienter Gunner-Mörder. Egal. Oh. Aber der hatte keinen Kopflaser, so wie es. Was zur Hölle war das? Hat da jemand einen Fatman oder was? Komm, da essen wir gleich mal einen Hirsch. Einen ganzen, am Stück, wie Homer Simpson, ne? Schön, wie die Dosen da hin und her schwingen. Die toten Dosen. Also, wer warst du? Du warst der Aggressotron. Oh, er ist verglüht, okay. Da hatte dann schon vorher einen Produktionsfehler, hä? Ja, ja. Das sind mehrere Sachen, aber es werden immer weniger. Schaltet ihn aus! So, wer von euch hat hier mit diesem großen Gerät geschossen? Das ist ja. Das gehört ja verboten. Na, da schickt mir nächste Woche jemand von der Arbeitssicherheit vorbei, der macht dann Abnahme. Ah, hier liegen Einzelteile. Ich weiß gar nicht mehr, was hier jetzt Einzelteil und was nur Dreck ist, ne? Also, ich meine nicht, dass bei Gunnern und Raidern Dreck sich groß von den Personen unterscheiden würde. Willst du den Müll etwa mitschleppen? Jo. Bis zur nächsten Restmülltonne. Wo ist die Person hin? Keine Ahnung. Aber vielleicht, ich spinne mal wieder so vor mich her, vielleicht ist weiter unten wieder ein Bereich, wo halt doch ganz viele Ghule sind, weil die Gunner sich da nicht reingetraut haben oder so. Oder weil sie zu blöd waren, eine Tür zu hacken oder zu knacken. Ein Talent, das wir zum Glück besitzen. Ja, jawohl. Das wär's. Was haben wir denn hier? Okay. Nur ein bisschen Loot und ein Terminal. Hey, vielleicht können wir hier wieder was Sinnvolles über die Vault lesen und über die Experimente. Vielleicht kriegen wir wieder ein bisschen Storytelling. Juhu! Flipleiter Mentats, die hätte ich fast übersehen. Ach, ich war das letzte Mal beim Kollegen und der hatte nach diesem Fallout-Rezeptbuch, hat er Buff-Out-Kekse gemacht. Also eigentlich ist Buff-Out ist ja eher so ein bisschen Anabolika, ne?
Aber da, das Rezept für Buff-Out, da sind grüne Kekse bei rausgekommen, so Matcha-Kekse. Konnte man essen, aber geschmacklich wäre... Also die sind sehr zurückhaltend und sind auch nicht so cross, nicht so crumbly, ne? Also die waren ziemlich soft. So, du musst jetzt da hinten warten, wir lesen jetzt erst... Ach so, Turmsteuerung ist ja... Ach, scheiß doch drauf. Ja, da hätten wir hier die Türme umprogrammieren können. Bäh. Ich will sie lieber abschießen, das gibt nämlich EP. So, hier waren nur noch viel mehr Gunner. Wo sind die Leichen und so jetzt überall hin? Ihr könnt euch nicht unseren Lootefingern entziehen. Was haben wir denn da? Ah, das ist eine Plasmapistole und so, okay. Das ist aber ziemlich seltener Loot. Und die Gunner haben sowas dabei? Wow, wow. Ich dachte schon, du wärst das gewesen, Kate. Warum nennt die Leute Mistsau? Ich bestehe darauf, Kackschwein genannt zu werden. Hotblade, ja komm. Ah, was? Gunner Rekrut, deine Kollegen sind alle tot und du hast wirklich genug Traute, hier hochzukommen und uns die Stirn zu bieten. Erledigt sie! Ich komm dir gleich da hoch. Okay. Ah, Drogen. Warst du vielleicht auch ein Gunner und hast dir zu viel gegönnt? Bin zu viel Drogen reingegangen. Ah! Das versteckte Drogenlager, ja, sehr nice. Also lohnt sich's doch, die Körbe immer mal wieder hochzuheben. Okay, ich sehe schon wieder viele Abzweigungen und so. Dann versuchen wir wieder auf intelligente Art und Weise vorwärts zu kommen. Ja, dann komm noch halt mal her, wenn du was... Oh. Ach, du hockst da oben. Dann komm doch mal richtig raus hier. Noch ein Rekrut. Die trauen sich was. Ich hab Blut auf meinen Stiefeln. Ach komm, das trägt man doch mit Stolz. Das ist wie eine Auszeichnung. Das ist wie eine Narbe oder sowas. Das zeichnet einen Krieger aus, dass er Blut auf sich trägt. Und gleich sind wir überfüllt. Okay, Schiebetür. Geht auch. Ich sehe die ganzen Fallen da. Die ganzen Granaten, die da rumhängen und so. Da wird mehr als nur ein Stolperdraht sein, glaube ich. Warte, hörst du das? Aha. Da drüben, auf sie! Leute! Gab's hier einen Gruppenrabatt? In der Tat, warum hast du gebrannt? Hatte der Feuer, Muni? Hatte deine legendäre Waffe? Sind hier noch mehr Drogen? Oh, das... Den konnte ich nicht hochheben, den Karton, ne? Aber rumkicken kann man ihn. Benötigt Terminal. Gebäudeflügel, Verwaltungs-Dingsbums-Terminal. Hier, Buff-Out, ne? Buff-Out sind Pillen, Anabolika-Pilen. Pilen! Anabolika-Pilen! Keine Kekse und keine Teeörtchen. Okay, ist jetzt mal genug Ruhe, dass wir uns hier noch weiter umgucken können? Ich wäre ja happy. Ich meine, da hinten geht's ziemlich weit rein. Lavatory, Showers, Residential. Ich sollte mal wieder was essen. Haben wir doch bestimmt was gelootet, oder? Knusprige Eichhörnchenbissen ist auch schon mal gut. Oh, mehr nicht. Naja. Töt deine Tante, du Neighbesten. Hat er wahrscheinlich schon gemacht. Oder die haben keine Familie, ne? Assassinate. Accessoires. Ha, das ging leicht. Türfernsteuerung. Tür öffnen. Ich meine, ich hätte es jetzt auch knacken können. Wäre kein Ding gewesen. Da sind auch mehr Fallen, ne? Ah, und der steht hinter einer Scheibe. Da können wir wahrscheinlich nicht einfach durchschießen. Vorsichtig vorwärts gehen. Hier könnte überall eine Falle sein. An der Decke, auf dem Boden und vielleicht sogar an den Wänden. Ach, ist das vielleicht der Ausgang, den wir später dann wieder lang gehen sollten? Komm, dann lassen wir das doch erstmal in Ruhe. Ja, dann geht's auch noch da runter. Wollte gerade sagen, wer steht denn da? Pff. Okay, hier habe ich hoffentlich keinen Loot übersehen. Ah, dann schauen wir hier mal nach den ganzen Haltet doch endlich die Klappe. Wie viele von denen gibt's denn hier? Zu viele. Ein lebender Gunner ist ein schlechter Gunner, ne? Und ein toter Gunner ist Biomüll. Gut, also, ich meine, die Fallen, die hätten sie besser tarnen können. Du bist tot. Nö, merke ich noch nichts von. Ich glaube, ich bin nicht tot. Es fühlt sich zumindest nicht so an. Wenn ich mir den Bauch kneife, au, dann wirkt das so, als wäre ich noch ganz lebendig. Genauso wie wenn ich mir die Chilis in die Augen reibe. Hm. Wer? Ich. Und die Frage, wo, auf die Frage, wo, antworte ich hier. Und wann? Jetzt. Hallo,
Ah, der Wohnbereich. Okay, dann tun wir uns erstmal hier durchkämpfen. Scheiße, so viele Abzweigungen. Okay, aber das ist nur ein einzelnes Zimmer. Schrotpatronen, hey! Ich hab wieder Muni für dich gekriegt, Kate. Boah, Jangles hockt im Rollstuhl und ist ein Trinker geworden, hatte wohl einen Unfall bei der Arbeit und hat sich nie davon erholt. War wer wie wo? Was denn, wo denn, wann denn? Weshalb und wozu? Und wie riecht es? Ich als Leveldesigner hätte hier hinter dem Bett noch was versteckt. Aber Kate, du weißt es, ne? Du weißt ganz genau, was ich jetzt sagen würde. Hier höre ich ein Geräusch. Los geht's! Ah! Du hast Geräusche gemacht an der Werkbank, oder wie? Ich weiß nicht, könnte es sein, dass auf uns ein Kopfgeld ausgesetzt ist, weil wir schon diversen Leuten ans Bein gepinkelt haben. Munition, Kronkorken. Was du aufwendest, wir teilen. Jo, hast du ein bisschen... Das ist Rüstungswerkbank. Hast du eine Schrottrüstung dabei? Und ich kümmere mich darum. Kate? Aufgepasst. Oh, klar. Ja. Gib schön deinen Müll her. Ja, nee, ich will dir Müll abnehmen, falls du welchen hast. Nee, dann hätte ich den, ja jetzt hier verwursteln können, aber habe ich eine Waffe, die ich eigentlich mitnehmen will nach Hause? Ja. Vom Lasergewehr, Kampfgewehre ist eigentlich immer alles gut. So, und da ist es schon wieder überfüllt, ne? Ja, gut. Es wäre eigentlich cool, wenn man seine Begleiter auch noch ein bisschen leveln könnte. Keine Werkbank für Ozzel. Wir sind offiziell noch im Kampf. Aber keiner zu sehen von den Buben. Komm doch mal raus, wir wollen arbeiten. Arbeiten wollen wir, wollen wir. Und ihr hindert uns daran, ihr Ferkel. Also ist der Job als Ödlandmüllmann. Komm, jetzt blend mal die Gefahr aus. Wir wollen unseren Schrott verwerten. Gerne. Ja, gerne. Brrr. Hättest du auch Furz mit Land sagen können. So denke ich über die Gunner. Die sind nichts weiter als ein stinkender Bio-Ausstoß aus Luke 2. Haben wir es jetzt gleich, weil ich habe doch sogar schon... Ich habe das Licht ausgemacht, ich habe die Waffe weggesteckt. Wir hocken nur hier, weil wir warten, die Rüstungswerkbank verwenden zu können. Okay. Die eckigen Klammern gehen weiter auseinander. Das heißt, sie wissen nicht, wo wir sind und verlieren langsam die Spur. Oder die Lust am Kampf. Oder beides. So, jetzt müssen wir noch warten, bis Vorsicht weg ist. Es dauert jetzt natürlich nochmal länger. Ah, ganz schön ranzige Unterwäsche. Aber besser, als würdest du vielleicht gar keine tragen, ne? Weil, obwohl, so sammelt sich so oder so Grind darin an. Also, Grind, ne? Also, die Patina, die man ansetzt, wenn man da draußen, wenn man da draußen durchs Ödland geht und sich nicht wäscht. Das trägt sich dann Zentimeter dick auf. Ja, also ab und zu mal waschen wäre nicht schlecht. Können wir jetzt dann gleich mal bitte? Sonst muss ich hier die Leute weiter überrücken mit dämlichen Sprüchen, bevor wir hier die Rüstung auseinandernehmen können. Obwohl, Kampfrüstungen sind eigentlich ganz gut, die nehme ich immer noch gern mit. Wenn man die ein bisschen überarbeitet und so weiter, dann können die was taugen. Da war jetzt nicht so viel, was wir eingespart haben, aber egal. So, dann... Ah, guck mal, hier sind noch Gläser. Nicht, dass ich da einen Mangel dran hätte. Die waren sogar noch eingepackt. Die konnten sich hier noch nicht mal fertig häuslich einrichten. So, privates Terminal. Das klingt doch nach ein bisschen Lore oder Story, ne? Sleep, sleep, sleep. Gut, zwei Treffer, dann Creed, ne? Das wär's. Jawohl, ihre Befehle. Falls Benutzer nicht A. Gutierrez sofort abmelden. Robert Gutierrez, oder wie? Ihre Befehle lauten wie folgt. Stellen Sie sicher, dass sich alle Bewohner am Vault-Tec-Rehabilitierungsprogramm beteiligen, ob sie wollen oder nicht, ne? Es ist von entscheidender Bedeutung für unsere Forschung, dass das Programm absolviert wird. Sie werden sich wie die anderen Bewohner verhalten. Ah, die haben einen Maulwurf, natürlich. Ihre falsche Identität sollten sie inzwischen verinnerlicht haben. Daher gehen wir hier nicht näher darauf ein. Typisch Vault-Tec. Sie arbeiten mit dem gewählten Aufseher zusammen, um Probleme bei der Einhaltung der Regeln zu lösen, ohne ihn über ihren eigentlichen Auftrag zu informieren. Nach 5 Jahren verfolgen sie ein neues Ziel. Na, da sind wir jetzt mal gespannt. Sie öffnen das geheime Lager, das ihnen während ihrer Schulung gezeigt wurde. Lassen sie die Bewohner die Camps aber selbst finden. Danach dokumentieren sie die Auswirkungen auf die Gemeinschaft. Diese linken Bazillen. Okay, also die wollten sie dann wieder süchtig machen oder gucken, ob die rückfällig werden. Nach 5 Jahren. Alter, das ist aber ein langer Entzug. Beobachtungstagebuch.
Nur ein Eintrag, okay? Also, das lief nicht lang. Vom 23.10.2082. Heute sind die Bewohner und ich genau 5 Jahre in Vault 95. Achso, die haben draußen wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, dass es den Big Badaboom gab. Das hier ist mein erster Eintrag. Okay, vorher hat er keine gemacht. Interessant. Das Vault-Tec-Rehabilitierungsprogramm hat jedem der Bewohner geholfen, den Entzug zu überstehen und sich an das Leben im Vault zu gewöhnen. Trotzdem war der Entzug natürlich eine große Herausforderung für einige der Testsubjekte. Unsere Hypothese war korrekt, wenn es keine Alternative gibt, kann sich eine Person in jedem Fall erholen. Ich werde mich heute Nacht aus dem Zimmer schleichen, um das Lager mit den suchterregenden Substanzen zu öffnen, die seit 5 Jahren hier versteckt sind. Die Isolation scheint hilfreich zu sein, wenn suchterregende Reize fehlen. Jetzt wird sich zeigen, welche Auswirkungen diese Reize auf die Gesellschaft haben, die sich in den letzten 5 Jahren gebildet hat. Boah, it's a social experiment, Bro. Ja. Kein Problem. Jetzt frage ich mich nur, ob die Gunner wieder Nachfolger von denen sind. Also ich würde ja hoffen, dass keine rückfällig geworden ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist gerade hier bei der Welt und was alles passiert ist und so weiter, schätze ich recht hoch. Was zum... One way, also Einbahnstraße, okay. Hey. Ja, ich höre euch, aber ich sehe euch noch nicht. Also die Hälfte haben wir schon geschafft. Zeit für etwas Spaß. Ja, ich weiß nicht, also jetzt... fuck. Ein Gunner-Lieutenant lebt da immerhin auch noch. Oh, guck mal, da kommen sie alle. Bitte in eine Reihe aufstellen, das war eben eigentlich schön. Aber kein legendärer Gunner mehr, da hatten wir jetzt aber wirklich viel genug. Man könnte sagen, das war ein legendärer Arbeitstag für Biomüll-Gernot. Und er ist leider noch nicht vorbei, weil da noch eine Nulpe im Nebenzimmer steht. Und tschüss, Kopf. Machen wir doch eh die ganze Zeit. Und ich glaube, gleich sind wir überlastet. Maschinengewehr geschützt haben. Ja, also den abzuschießen, das macht nicht so viel Spaß mehr auf den Gunner zu zielen. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, hier ist eine Tür, die wir knacken können. Mal gucken, vielleicht sind ja noch einige von den suchtgefährdenden Gegenständen da. Guck mal, Hundefutter in der Dose und so weiter. Oh, und da hat jemand auch Hundefutter gegessen. Also wollte, okay, also das war einer der ursprünglichen Vault-Bewohner. Hundefutter, naja, immerhin hat er einen Löffel benutzt, ne? Er war zivilisiert. Zivilisierte, verrückte Chunkies. Oder war das am Ende sogar einer, der dann nicht rückfällig geworden ist? Das könnte ja auch sein. Ist das schon wieder eine Ansage von, vom Radio? Ja. Seien wir ehrlich, ich war ziemlich scheiße. Dank der Bemühungen einiger Freunde habe ich beschlossen, meine Lebenseinstellung zu ändern. Ich würde gern die Gelegenheit nutzen, dem Vault-Bewohner dafür zu danken, dass er mir unter die Arme gegriffen hat. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Okay, Leute, das war jetzt... Bingo. Okay, das war also Diamond City Radio und er hat sich nochmal bei uns bedankt, dass wir ihm damals geholfen haben. Der DJ, ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Ja, plus 25% Schaden mit großen Waffen, das finde ich auch recht gut, dass wir die Wackelpuppe gefunden haben. Boah, ich hoffe, wir übersehen keine. Wir haben sie am Ende dann wirklich alle, aber... Ja, als hätte Ossel sie mal alle. Nee, hat er nicht. Aber gerade deswegen eignet er sich vielleicht zum Let's Player. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ein bisschen Gaga hilft beim Let's Play doch sehr, ne? Noch ein privates Terminal, okay. Aber ob das dann auch vom Gutierrez ein Eintrag ist oder nicht? Ja, vielleicht ist das der Eintrag dann von dem eigentlichen Aufseher, der das hier überwachen sollte. Könnte ich mir gut vorstellen, weil jede Vault hat ja einen Aufseher gekriegt, ne? Jetzt gibst du doch nur noch an. Ach, ich will nicht angeben, ich will nur an das Zeug da drin, Kate. Kannst du dir doch vorstellen, die Finger werden nicht mehr länger bei Kernot. Okay, das Zimmer ist geräumt, würde ich sagen, dann schauen wir mal. Ah, Chase Scott. Okay, Protokoll 1. Scheiß auf Vault-Tec, sie sagten, dass sie uns helfen wollen. Der Vault war angeblich sicher, ein Ort, an dem Rehabilitierung zwangsläufig garantiert ist. Für die meisten wäre das Ende der Welt gewesen, aber für uns verlorene Seelen war es ein Neuanfang. Ich war froh über die Chance, noch einmal von vorn anfangen zu können. Wir alle hatten in den letzten 5 Jahren so unsere Probleme, aber die Zeit hier hat uns zu einer Familie zusammengeschmiedet. Jeder von uns hätte hier drin zu gerne den Rest seines Lebens verbracht. Und jetzt das. Ach, dann haben sie die Medikamente gefunden, ja. Beziehungsweise halt die Drogen. Und wenn's Espresso-Kaffee war? Die wussten, was sie tun. Sie haben nicht versucht, uns zu helfen. Hätte nie gedacht, dass ich nochmal in meinem Leben Camps sehen würde, warum auch. Aber jetzt sind sie hier, genug für den Rest unseres Lebens, einfach auf dem Präsentierteller, wie in einem verdammten Schaufenster.
Und sie waren die ganze Zeit über hier. Ein paar haben sich gar nicht erst gewehrt, haben sich geschnappt, was sie konnten und liefen weg, um high zu werden. Ja, scheiße. Hatte ich ja vermutet. Es gab Kämpfe. Ich höre noch immer Schüsse. Ich bin nicht bereit, all das aufzugeben, was ich hier hatte. Ah, der wollte der Rehabilitierung treu bleiben. Trotz aller Widrigkeiten. Ich dachte, ich hätte das Zeug hinter mir gelassen. Okay, hat wohl doch nicht geklappt. Ich dachte, wenn ich es nochmal sehen würde, hätte es keine Macht mehr über mich. Ich habe mich getäuscht. Ich brauche jedes Gramm Willenskraft, um mich hier weiter in meinem Zimmer einzusperren. Aber er hat's versucht, ne? Dann war er die Leiche vielleicht, die da vorne neben der Tür lag. Ich halte es nicht mehr aus. Es gibt keinen Grund, nüchtern zu bleiben. Hier unten ist alles genauso beschissen wie da oben. Ich brauche etwas, was mir dabei hilft, das zu ertragen. Also wusste er, dass draußen der Atomkrieg dann war oder nicht? Das Programm interessiert mich nicht mehr. Es ist mir egal, wirklich, mir ist alles egal. Ich gehe jetzt da raus zu meinen Freunden. Hoffentlich ist da überhaupt noch jemand, ja. Vielleicht haben die ihn dann auch gleich erschossen. Keine Ahnung. Wer weiß, was sich hier dann noch alles getan hat im Machtgefüge. Und ja, die hatten ja scheinbar Waffen, sonst hätte er ja keine Schüsse gehört und so. Also zumindest der Aufseher wird eine Waffe gehabt haben, gehe ich mal davon aus. Und wer weiß, ob es da nicht noch mehr gab oder durch wie viele Hände die Waffen dann schon gegangen sind über die Zeit weg. Puh, okay. Ja, mal schauen. Also ich denke ja, einen Lebendigen von der Mischpoke, ich nenne es jetzt einfach mal Mischpoke, weil mir kein besseres Wort einfällt, mein Gehirn ist aber ausdrucken, das liegt an der Temperatur, ne? Also noch einen Lebendigen von damals zu finden, erachte ich als unwahrscheinlich. Und wenn die ja eh dann auf Droge waren, wer weiß, wie leicht die dann zu erregen waren, beziehungsweise wie schnell die dann eventuell zu einer Waffe gegriffen haben. Ja, und dann noch ein bisschen Nervosität und ein bisschen Psycho, ne? Und ja, ein Rezept für das völlige Desaster. Es reicht ja vielleicht auch, wenn nur einer durchdreht und die anderen dann deswegen mitgerissen werden. Wie so ein Dominoeffekt dann halt. So, die Schiebetür müssen wir aufknacken. Ah, Moment, Kate. Jetzt bist du wieder da, jetzt kannst du mal wieder... Wo bleibst du denn? Aufgepasst. Ja? Hier. Guck dir das an. Jo? Verstanden. Okay, dann mach mal. Viel Erfolg. Und ich starre hier die Wand an. Kein Problem. Das habe ich im Handumdrehen auf. Hey, das ging schnell. Du kannst aufhören, es ist offen. Kannst dich gerne bedanken. Danke, Kate. Das waren die Glücklichen, hm? Sieht irgendwie nicht so aus. Ja... Ich meine, vielleicht haben sie die Maschine ja trotzdem hier, aber sie wussten nicht, dass es sie gibt oder wie sie funktioniert, ne? Oder wir finden heraus, es gibt diese Maschine nicht und müssen sie dann doch auf die andere Art und Weise detoxen. Also mit diesem Allheilmittel, ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Oder halt dann Cold Turkey hier Zähne zusammenbeißen, ne? Ans Bett ketten oder... Nein, okay, das klingt jetzt falsch, nein. Irgendwo dran ketten und füttern mit Wasser und so weiter und auch mal aufs Klo gehen lassen. Aber halt wirklich dann den harten Entzug. Könnte ja auch sein. Also wäre halt eine Option. Aber wie unsere Optionen dann aussehen, das sehen wir dann erst, wenn wir hier bei der Vault am Ende sind, beziehungsweise die Maschine gefunden oder eben nicht gefunden haben. Ja, Manometer und die Gunner haben hier einiges an Befestigungen aufgebaut und vor allem auch diese ganzen Gänge, die sie mit Fallen vollgestopft haben. Granaten, Laser, Gitter und alles Mögliche. Und dann noch die Geschütztürme, über die sie bestimmt an sich die Kontrolle hatten. Das ist nicht gerade wenig, aber uns schockt das nicht mehr, ne? Wir sind so über Stufe 70 oder so, glaube ich, ne? Da schockt uns das wirklich nicht mehr. Und ich hoffe natürlich für Kate und auch so ein bisschen für uns, weil sie ist ja unsere Begleiterin, dass die Maschine wirklich existiert, dass sie noch funktioniert, dass die Gunner sie nicht sabotiert haben oder einfach, weil sie blöd sind, das Ding kaputt gemacht haben. Sondern dass wir die noch in einwandfreiem funktionierenden Zustand vorfinden. Ich meine, vielleicht hätte da ja Fallout 4 auch wieder ein bisschen Rollenspiel gehalten, ne? Wenn die Maschine kaputt wäre, dass man sie mit Wissenschaftsskill oder so reparieren könnte. Naja, aber das lassen wir mal auf uns zukommen. Mir bleibt dann wieder nur mich zu bedanken fürs Reinschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Bis dann!